Ja, hallo und herzlich willkommen bei Rocket Channel. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ich möchte euch heute die Load-Cell-Pedale von Fanatec vorstellen, beziehungsweise die Load-Cell-Bremspedale. Ja, worum handelt es sich bei der Load-Cell-Pedale? Ich habe das jetzt schon oft gehört, dachte mir, ja, Load-Cell, geladene Zelle, keine Ahnung, worum es da überhaupt geht. Mir wurde aber ans Herz gelegt, dass man gerade mit einer Load-Cell-Bremspedale ein viel feinfühligeres Bremsempfinden hat bei Rennspielen, was wirklich wichtig ist, weil man kennt es ja auch vom Autofahren her, man merkt sich ja nicht den Pedalweg oder beziehungsweise den Pedalweg nicht, sondern man merkt sich ja eher die Muskelkraft, die man eingesetzt hat, um eine Vollbremsung hinzulegen. Bei einer Standardpedale ist es irgendwie immer gleich, man hat immer den gleichen Widerstand und muss dann immer herausfinden, ja, wie weit habe ich denn jetzt reingetreten. Soll ein himmelweiter Unterschied sein zur Standardpedale und deswegen musste ich mir das natürlich endlich zulegen. Ja, wollen wir mal reingucken, was es da so gibt. Das sind natürlich die Pedalen für die CSL Elite Standardpedalerie. Hier einmal den Quick Guide, wie man das alles installiert, aber das erkläre ich euch jetzt beim Unboxing. Und jetzt einmal die Pedale. Selbstverständlich ist natürlich nur eine. Ihr müsst also das Standard-Set damit erweitern. Was haben wir denn hier? USB-Kabel. Okay. Ein bisschen Material. Schrauben. Das sind diese Widerstandsgummis. Da gibt es drei verschiedene Härtegrade. Der weichste ist verbaut. Das zeige ich euch gleich. Da sieht man eine Nummer drauf. Jetzt dann nochmal Pads. Ihr könnt da entweder die Pedalen glatt benutzen oder mit so Anti-Rutsch-Pads oder ihr macht das hier ab, wenn ihr es ganz glatt haben wollt. Und ja, diesen Gummi-Überzieher auch mal. Variante, aber ich komme mit diesem Gummipad eigentlich am besten klar. Ja, mit der Load Cell, wenn man die auf höchste Widerstandsfähigkeit einstellt, dann tritt man da natürlich wie Sau drauf und vergewaltigt die Bremse quasi, wenn man die auf 100% und härtesten Grad und so weiter einstellt. Ich weiß gar nicht, ich glaube im Rennsport beim Porsche Cup, die haben, glaube ich, einen Widerstand von 90 Kilo oder 100 Kilo, wenn nicht sogar mehr. Muss ich erstmal vorstellen. Gut, was haben wir noch? Der muss natürlich die Einheit umbauen. Was ich ziemlich schade finde, wenn man die alte Elektronik quasi wegschmeißen kann. Aber gut. Hier habe ich mich auch gefragt, was soll das denn eigentlich sein? Aber das zeige ich euch gleich, das sind Distanzscheiben oder Distanzstücke für die Pedaleinheit, falls ihr jetzt kein Playseat habt und dass das dann alles ein bisschen stabiler wirkt. Gut, soviel zum Unboxing. Jetzt zeige ich euch, wie das verbaut wird. Hier habt ihr die alte Pedalerie, was ich natürlich schon im letzten Video angemerkt habe, finde ich sehr schön, wenn die Schrauben abgedeckt werden. Fangen wir mal ein bisschen mit der Elektronik an. Die alte müssen wir ausbauen. Dazu haben wir natürlich den Nullschlüssel gerade hier. So, jetzt die alten Stecker wieder raus. Schrauben müsst ihr natürlich aufbewahren. Ja, ihr habt hier bei dem neuen Teil jetzt auch die Möglichkeit, euer altes Bremspedal quasi als Handbremse zu benutzen. Finde ich ein bisschen eigenartig, aber machen manche diesen Hacke-Dingsbums-Trick. Gibst ein bisschen Gas und dann drückst du gleichzeitig auf die Bremse oder beziehungsweise, was eigentlich die Kupplung sein soll, hat dann die Wirkung der Handbremse.
werde ich so nicht machen natürlich, weil ich ja die Clubsport Handbrake von Fanatec noch habe, was ziemlich geil ist. Jetzt muss man mal gucken. Ich baue das erstmal ein. So, wenn das schön montiert ist, müsst ihr jetzt die Pedale natürlich anordnen. Dazu müsst ihr die alten erstmal lösen. Um zu gucken. Wie hätten wir das denn gerne? Dann die Kupplung. Genau. Rechts Gas, Mitte Kupplung, links Bremse. Richtig? Richtig. So, wenn ihr jetzt kein Playstick habt, ich zeige euch das mal eben. Man kann ja am Playstick, sag ich mal, an diesen Bohrungen die Pedalerie noch befestigen. Hier die beiden. Habt ihr das nicht, könnt ihr die Stangen hier durchschieben. Das ist irgendwo hier oben, ist eine Öffnung. Dann könnt ihr das so ein bisschen auspegeln. Könnt in diese Pedalen ein bisschen mehr Stabilität reinbringen. Wie ihr das gerade seht, ja. Ist das alles ein bisschen stabiler. Aber ich kann an meinem Playstick, wie gesagt, anhand dieser Bohrungen komplette Schose montieren. Jetzt zeige ich euch nochmal die Gummis. Und erstmal, wenn ich denke, was soll denn der Shit hier mit den Gummis? Oh, da sind Nummern drauf. Hier ist zum Beispiel 95, das ist der härteste Grad und verbaut sind die weichsten oder weicheren. Dann habt ihr nochmal mittlere Varianten. Ihr könnt die alle kombinieren, je nach Empfinden oder Vorlieben. Ich montiere das mal eben fest, dann zeige ich euch. So, wenn alles montiert ist, packt ihr die Sachen da rein, wo sie hingehören. Kupplung in der Mitte, Gaspedal und Bremse. Nur so ein bisschen. So. So sieht das schon mal ganz cool aus. Jetzt die alte Bremse und hier ist die neue. Ihr könnt hier die Gummis wechseln und zwar hebelt ihr das einfach nur so aus und dann habt ihr hier die einzelnen Gummis. Das muss immer drin bleiben und dann kommen immer zwei oben, drei unten, schneiden immer schön dazwischen. Das ist wie gesagt die leichteste Variante, die gerade verbaut ist.
So, jetzt könnt ihr hier noch die alte Bremse raus. Genauso Gummistopfen. Der ist jetzt für die neue belegte Kupplung gedacht. Damit ihr wenigstens ein bisschen Widerstand habt. So. Sehr nice. Abdeckung drauf. Das USB-Kabel, ihr könnt entweder euer altes benutzen, was ihr noch an dem CSL Elite oder was weiß ich, was ihr für eine Base habt, verwenden. Ihr könnt jetzt am Lenkrad, am Wheel einstellen, den BLI-Wert, sofern euer Lenkrad das unterstützt. Ich muss bei dem CSL Elite, welches ich habe, gucken, ob das überhaupt der Fall ist. Dieses BLI ist eigentlich der ABS-Sensor für die Pedale. Das heißt Brake Level Indicator. Ihr könnt dann einstellen, ab wie viel Prozent Bremskraft das Lenkrad anfängt zu vibrieren. Macht ihr bei 100%, habt ihr, wenn ihr eine 100%ige Bremskraft angewendet habt, die Vibration in der Lenkung. Das ist natürlich ein ganz schönes Feedback, gerade fürs Anbremsen, dass man weiß, okay, ich möchte jetzt bei 50% eine Vibration spüren, dann weiß ich genau, wo ich da liege. Kombiniert man so ein bisschen dann natürlich beim Anbremsen. Das ist eine sehr coole Sache. Und dann gibt es noch bei manchen Lenkrädern, oder beziehungsweise müsste es auch beim CSL Elite geben, diese Brake Efficiency. Das heißt nämlich, wie weit muss ich das Bremspedal durchtreten vom Weg her, damit ich eine 100%ige Bremsleistung habe. Die neuen Formel 1 Fahrzeuge, die haben schon fast kaum noch Bremsweg. Die haben ja auch dieses Brake-by-Wire und das ist halt, die Pedale bewegt sich kaum. Man hat trotzdem eine 100%ige Bremswirkung. Je nachdem, wie stark das Pedal ausgepegelt ist, kann man natürlich mit einem kleinen C, wenn man so berührt, schon eine Bremswirkung erzielen. Stellt man den Wert aber sehr hoch, kann diese kleine Bewegung nichts auslösen. Das ist schon mal nicht schlecht. Manchmal will man sich so ein bisschen entspannen, legt den Fuß leicht ab, kommt auf die Bremse und hat halt eine leichte Wirkung und trotzdem bremst das Fahrzeug, wenn man die zu leicht eingestellt hat. Mehr gibt es dazu eigentlich nicht zu sagen, außer dass dieses Load Cell wirklich eine sehr markante Steigerung zum Fahrgefühl hat und ist mit der Standardpedalerie überhaupt nicht zu vergleichen. Solltet ihr am besten sofort einsetzen, wenn ihr mit Rennsport oder mit Simracing anfangen wollt, weil es wirklich eine sehr interessante Sache ist oder gleich die Leistung auch steigert. Ich will in der Praxis mal gucken, wie gut es ist. Ich bin selber noch nicht gefahren, kenne es nur aus Erfahrungsberichte, aber macht natürlich Sinn. Okay, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wir sind hier auch schon am Ende. Mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Ich werde es jetzt einbauen, ausprobieren und dann wird es auch nochmal einen Praxistest geben, wo ich ein bisschen meine Erfahrung berichten werde. Aber an dieser Stelle soll es gewesen sein. Ja, danke fürs Einschalten. Schön, dass ihr dabei wart. Schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Bleibt gesund. Bis dahin. Ciao, ciao. So, meine lieben Freunde. Das war's mal wieder für heute. Danke fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, dann vergesst den Daumen hoch nicht. Wenn ihr nichts verpassen wollt, dann könnt ihr mich gerne kostenlos abonnieren. Das würde mich sehr freuen. Ansonsten freue ich mich über jeden Kommentar und hoffe, wir sehen uns bald wieder hier auf Rocket Channel. Bis bald.